So, hallo an alle, zur nächsten Let's Play-Folge. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier wollte. Ich glaube, ein bisschen die Bäume abfarmen. Ja, für weitere Setzlinge, um die dann da vorne genüsslich hinzusetzen und um... Ich wollte kurz was testen. Nein, hier Leute, nein, das könnt ihr mich erzählen. Ich wollte hier Setzlinge holen und die dann da vorne hinsetzen in den neuen kleinen, wie soll ich sagen, Zwischendingspark-Garten zur Kirche und zum Friedhof. Und jemand hat mir erzählt, ich brauche mir gar keine Axt zu machen, sondern es würde funktionieren, genauso schnell wie mit einer verzauberten Axt die Baumstämme abzubauen, wenn ich einfach die Schaufel nehme. Aber komm mal her, guckt euch erstmal. Ne, das bin ich ja mit der Eisenaxt noch schneller. Das heißt, da lohnt sich's doch eher wieder komplett Diamantwerkzeuge zu machen und ich glaube, das mache ich auch bald mal wieder. Dazu bräuchte ich halt vielleicht eventuell noch ein klein wenig mehr Level, um dann auch eine vernünftige Zauberung hinzukriegen. Die hatte ich sonst mal die Level gefarmt? Experience Farm, ne? Oder genau, Blaze Experience Farm seit neuestem Jahr. Ich habe ja noch normale von den Cave Spiders. Müssen wir mal gucken, aber zuerst ist, glaube ich, das Beste hier, wenn ich erstmal hier durchgehe und normal die Dinger abbaue und dann fallen da gleich wieder Äpfel runter und dann könnten wir theoretisch wieder goldene Äpfel draus machen, aber wozu? Die brauchen wir doch eh wieder nicht. PvP wäre es natürlich geil, aber da wir leider kein PvP haben, das ist dann eher schlecht. Wenn ihr PvP wollt, müsst ihr Survival Games oder ähnliches reinschauen. heute kam übrigens wieder eine neue Folge von einem YouTuber. Survival Games Special Event. Das lief eigentlich ganz, ganz gut, auch für mich und für meinen Teampartner. Wir haben die Bude mehr oder weniger gerockt, teilweise, also sind verhältnismäßig ganz gut bei rausgekommen. Das wird schon was heißen und sie aus dem Block wieder hingesetzt. Ich brauche eine neue Axt. So. Setzlinge. Achso, gut, ja, Texturenpack abhängig. Ich habe mich gerade wieder verwirrt gefühlt, weil die schon wieder komisch aussahen. Ich muss mal ganz kurz wieder runtergehen, leider, mir eine Axt machen. Oder ne, warte mal, kann ich hier oben? Muss ich gar nicht runtergehen. Diamantaxt spare ich mir vielleicht auf. Moment, das da hier. Zack, zack, zack. Und einmal einsammeln. Schmeiß dafür raus, die Pfeile. Ich weiß, jemand hat gemeint, warum habe ich noch Pfeile drin, wenn ich doch sowieso einen Infinity-Bogen habe. Ich habe so gedacht, ein Stack Pfeile reicht. Und es ist ja, nimmt ja genauso viel Platz weg wie einer, da kann ich es auch voll gestackt lassen. Und muss nicht neu raus tun und rauswerfen, weil ich es wieder vergessen tue wahrscheinlich. So, dann fehlt hier aber auch schon wieder weiterer Platz. Und ich glaube, ich bin echt hart dazu geneigt, diesen Holzblock rauszuwerfen. Nein, wie kannst du Holz wegwerfen? Ist doch egal, wir haben noch hier jede Menge Holz, das eine Ding können wir locker mal wegwerfen. Ganz so mit Materialien sparen müssen wir gar nicht. Ich spare sowieso nicht mit Material im Moment, so wie ich hier das Zeug rausbaue und dies und das und Hecken setze. Hier bräuchte man eigentlich, oder müssen wir eigentlich mit Scheren farmen. Hey, ist schon wieder alles voll hier? Puh, dann halt, okay. Man sieht ja schön, wie das hier alles decayed, also verschwindet, so sich von selbst abbaut. Und dann, wenn das soweit ist, dann kann ich mit Hilfe von Wasserströmen das Ganze sammeln und automatisch abfarmmäßig irgendwie funktionieren lassen. Eine, ich sag mal, Baumfarm, wo es die Holzblöcke komplett selbstständig abbauen, das geht nicht so leicht. Weil ihr müsst euch ja vorstellen, irgendwie müssen ja die Baumblöcke zercrushed oder zerdrückt werden, dass sie als Items rausploppen und das geht ein bisschen schlecht. Warum fehlt mir der Sand, bitte? Hä? Warum fehlt mir der Sand? Hat den Enderman oder so geklaut? Was zur Hölle ist das jetzt? Nein. Wie hat einer die Farm zerrissen? Das kann ich dann... Ah. Und hier steht ein Erdeblock. Den habe ich auch nicht gesetzt. Endermänner. Grr. Irgendwann werde ich euch alle... Na ja, gut, bin ich sowieso schon dabei. Ich bin da sowieso schon dabei, die Rasse der Endermänner auszurotten. Gelte ich jetzt als, keine Ahnung, Strafgesuchter wegen Ausrottung gefährlicher oder seltener Tierarten. Oder wo ich würde sagen, so häufig wie Dinger vorkommen, wie die mir alles zerpflücken, so selten sind die gar nicht mal. Natürlich würde ich keine echten Tiere zerstören, ja, das ist natürlich klar. Sondern nur die Endermans, die haben es verdient. Weil die so ein bisschen wie Slender aussehen, ja. Und der Typ reißt ja gerne mal Menschen auf und deshalb reiß ich den auf. Also der Menschen den Arsch aufreißt, dem reiß ich den Arsch auf. Sind wir doch wieder hier ganz gut bei der Sache, ne? So, dann bei den Bäumen abernten übrigens, hier kriegt man nicht so viele Setzlinge raus, wie man eigentlich platziert hat am Anfang, das weiß ich noch. Das heißt, das ist mal so ein bisschen, nein, so ganz produktiv, weil wir werden jetzt hier theoretisch 15 pro Reihe platzieren können. Und dann haben wir 4 Reihen, also müssten wir eigentlich 60 Bäume haben insgesamt, wenn es komplett voll ist. Jetzt war die ja nur halb voll, die ganze Geschichte. Jetzt haben wir nur halb so viele. Und aus diesen 60 Setzlingen kriegen wir nicht wieder 60 neue Setzlinge bzw. mehr raus. Das heißt, wir kriegen zwar mehr Holz raus, aber kriegen nicht neue Setzlinge raus und das ist dann... Ja, auch wieder, jetzt kommt wieder das Spezialwort suboptimal. Das heißt Gegenteil von optimal, ich sag's ja nur.
Muss man bedenken. Es gibt ja, oder wieso die Altersverteilung wieder von der Zuschauergruppe ist. Tut mir leid, aber größtenteils ist halt so das mittlere Alter von den Leuten, die zuschauen, so 14 bis 15 Jahre. Und ja, wer weiß, ob die manche Wörter kennen. Kann ich ja nicht sagen, ich weiß es nicht. Schaut mich nicht so an. So, tut mir nicht. Tut mir nichts. Ist nicht böse gemeint. Ich sag's ja nur. So. Einmal abbauen und dann hätten wir das Ganze schon fertig. Jetzt müssen wir nichts tun, außer dumm dastehen und warten. Man sieht es hier schon klemmig. Ach, das mache ich jetzt gleich am Schluss. Die KNA erst nach 5 Minuten. Oder weißt du was, ich schmeiß schon mal das Teil hier an. Das heißt, fließt mal Wasser hier durch. Man kann es gerade sehen. Und alle Items fallen dann in die Mitte. Und werden da nach unten getrieben. Und das ist halt schon ein Weilchen her, seitdem ich das Ding gebaut habe. Steht schon ein ganzes Stückchen hier. Man kann es halt hier so genüsslich stehen bleiben. Theoretisch das Inventar wird sich von alleine auffüllen. Zack, da kommt noch was. Und noch was. Wasserströme sind immer noch das einfachste oder am simpelsten zu verstehende Transportmittel. Man könnte jetzt irgendwas Kompliziertes machen, seit neuestem mit Jobbern, Hoppern und Pipapo, aber das kann man sich eigentlich sparen, weil er im Endeffekt doch kein Schwein braucht. Und übrigens, hier oben ist noch eine weitere Baumfarm sozusagen. Oben drauf, hier sind Bäume, die passen hier gar nicht hin. Die habe ich extra platziert, weil ich, boah, ich weiß noch, wie ich hier mal abgefarmt habe. Da habe ich einen Real-Life-Kumpel dabei gehabt, wir haben einfach eine Runde gelabert. Oh, wie lange ist das schon wieder her? Das ist auch schon wieder eine Weile her. Also das war ja, weil unten nicht genug Setzlinge rauskommt, so habe ich hier oben nochmal extra eine Baumfarm angelegt. Und hier kann man dann wieder neu nochmal die kleinen Bäume abhaken. Problem ist halt, wenn dann die großen Bäume wachsen, das ist ein bisschen fies. Unten in der Farm können gar keine großen Bäume wachsen, weil es ja durch das Dach begrenzt ist. Das ist schon mal der Vorteil. Also große Bäume, ich meine, sind zwar manchmal schön, ja, aber die brauchen so lange zum Abbauen, deshalb könnt ihr euch die eigentlich sparen. Ich brauche sie nicht. Bieten also ein bisschen mehr für Vielfalt, wenn du eine Map oder sowas baust oder deine Welt baust und die Bäume nicht planst, wieder zu fällen, aber rein für Holzfarmen ist das eher da. Jede Menge Arbeit, weil du darfst den hochstecken, so wie jetzt hier gerade, und dann da abbauen und alles Mögliche loswerden. Ist auch noch jede Menge Holz. Und das sind übrigens auch noch altgenerierte Bäume. Ich weiß nicht, bei den neuen großen Bäumen ist es nicht so, dass auch Querbalken wachsen können oder Querstämme, weil ich kenne das nur noch so jetzt, dass die direkt vor einem Wachsen nach oben zeigen. Es gibt also Blöcke, kann man im neuesten Jahr auch schräg setzen oder quer setzen. Egal. Du hast bestimmt schon wieder Weichen her, ne? Brauche ich ja lang mit dem Ding. Ist die Axt noch schneller? Ja, hier verarschen, ne? Von wegen, dass eine Schaufel so schnell ist wie eine Axt. Ich glaube, eine Spitzhacke ist manchmal so schnell wie eine Schaufel. Ja, beim Sandabbauen vor allen Dingen. Jetzt hängt's. Was war das? Ich kann hier nicht durch. Eine unsichtbare Grenze blockiert mich. Was ist da los? Alter. Was zur Hölle? Jetzt geht's. Wenn ich über die Kante laufen will, geht's nicht. Was zur Hölle? Hier ist nichts über euch drüber. Hier backt es. Ich kann hier außen rumlaufen. Aber nicht hier entlang. Hä? Tut mir leid, aber ich bin ja manchmal echt übelst verpeilt. Aber irgendwas kann hier gerade nicht stimmen. Es ist kein Block über mich, der mich blockiert. Der Schnee sorgt dafür, dass ich irgendwie höher bin oder so. Ich kann einfach nicht drüber. Ich kann außen rumlaufen. Das ist eine unsichtbare Barriere, die mich festhält. Ist ja voll verbuggt in der Map. Ich weiß nicht, es gibt noch einen älteren Save von dieser Map, den ihr euch auch ziehen könnt. Ist es da auch schon so? Wenn ihr einfach die Map hier so drüber laufen wollt, geht nicht mehr. Was? Sprinten und... Oh, jetzt häng ich ganz fest. Nein. Jetzt häng ich in der Luft fest. Guck dir das mal an. Wow. Ich schwebe übelst. Was ist da los? Erklärt mir das mal bitte. Kannst du mir das mal sagen? Hier, da stimmt was nicht unter mir. Hier, das geht nicht. LOL, Flying Spark. Moment, das ist ein Thumbnail-Screenshot wert. So vielleicht. Ich weiß nicht. Ja, man sieht es, ich nehme wieder zu spät auf. 19 Uhr. 23. Und, heute muss die Folge noch raus. Die wird wieder spät kommen. Aber ey, komm. Jetzt, Moment mal, ich kann mich nicht bewegen. Scheiße. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht laufen. Alter. Jetzt. Ich glaube, Achtung, meine Theorie jetzt, ich glaube, dass Folgendes passiert ist.
Hier stand eigentlich ein Sandblock drauf, der ist aber gebuggt, also irgendwie durchsichtig gewesen, wurde nicht angezeigt oder nicht gerendert. Als ich jetzt drüber oder drauf gesprungen bin, war hier eigentlich ein Block, der mich blockiert hat. Der war aber unsichtbar, das habe ich so rumgebacken, habe ich auch drauf gestanden. Erst als ich jetzt den unteren abgebaut habe, ist durch die Gravitation praktisch der Sand 1 nach unten gefallen, weil ich habe jetzt hier zwei Sandblöcke. Und als das Ding nach unten gefallen ist, als das Ding hier unten abgebaut wurde, ist der obere unsichtbare Block nach unten gefallen und wurde fest. Und jetzt konnte man den gerade sehen, jetzt habe ich ihn gerade abgebaut. Aber heilige Fresse, ich habe gerade... Hä? Das ist doch nicht normal. Komm. Also das habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, dass ich auf einmal so nicht weiter konnte. Moment, ich muss kurz nochmal unten gehen und hier mein Dings einsammeln. Mein Dingensen. Meine Farm einsammeln und zack. Ja, die Blätter hier sind noch weiter im Decayen, verschwinden, was auch immer. Setzlinge 62, okay, aber auch teilweise dadurch, dass ich dann oben welche genommen habe. Enderman. Ich habe sie gestellt. Und auf Hyperspeed, ja, ich spiele auf Hyperspeed. Keine Ahnung, bei euch mag das vielleicht schnell sein, aber ich finde das eigentlich ganz entspannt, vor allem auch für PvP. Weil sobald ich jemand angreift, also ihr lauft entlang, finden, greift jemand an, müsst einfach umdrehen, zack, und habt ihr es im Jump gleich. Die Endermans hier, ihr klaut mir, ihr verdammten Biester, ihr klaut... Ach stimmt ja, ich darf es nicht mit einem Fire Aspect Schwert angreifen, weil die sonst rumbuggen. Ich weiß, die buggen sonst rum. Ich merke gerade, ich fange jetzt auch schon an, auch hier bei Monstern zu Schlagblocken. Ich habe mir da irgendwie so ganz komischerweise so eine PvP-Technik angeeignet, wie es eigentlich am besten ist, zu kämpfen. Also das will ich jedenfalls. Natürlich, echte Gegner explodieren nicht, deshalb. Okay, bei normalen Mobs kann man eigentlich normal noch draufhauen, aber... mal kurz, kann ich hier irgendwo noch was rausschmeißen? Vielleicht gleich wenig. Ich will die Fackeln. Ach komm, Fackeln. Weg. Ihr seid ja sowieso gewöhnt, dass ihr nichts seht bei mir, weil ich generell nicht so ganz toll ausleuchte. Deshalb, ja, macht das ja nichts. So, ich wollte nämlich Folgendes machen. Ich wollte gerade mal wieder ein klein wenig zustopfen. Ja, wegen Zombie. Warum backen die eigentlich so rum bei dem Putz? Das sieht richtig blöd aus. Zack. Und da nochmal. Ich freue mich ohne Witz echt schon auf das neue Update, weil wenn der Snapshot draußen ist, der neue, ganz ehrlich, also von 13W37A wurde das jetzt gezeigt, oder wenn das neue Update kommt, da, das ist ja richtig krass, wenn die Zombies, wenn die Schaden kriegen, dann besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass neue Zombies spawnen. Das ist richtig krank. Also da hat mich gesehen, wenn dann Tag anbricht, also wenn der Schaufel an Kopf oder Spitzhacke und Schaufel. Zack. Da habe ich mich gesehen, sobald es Tag wurde dann, hat das dann so ausgesehen, dass ganz einfach die ganzen Zombies, die da gestanden sind, die haben dann gebrannt, ja. Und weil die dadurch Schaden gekriegt haben, dass sie eben weise gebrannt haben. Ach komm, ich will doch nur die Wüste flicken und jetzt auf einmal... Ich will doch wieder Ordnung sorgen, aber dann wird wieder alles neu zerbombt. Ihr verdammten Schweine. Ja, und dann ist eben so passiert, dass dann haufenweise Zombies gebrannt haben, dass wieder neue Zombies dazu zugekommen, die auch wieder gebrannt haben, sind wieder neue Zombies dazu gekommen, die haben auch wieder gebrannt und wieder neue, wieder gebrannt. Du Scheiße, die geht's nicht runter, hast du noch Gravel unten. Ja, also es war da ein bisschen arg durcheinander dann. Moment. Und da ist halt eine Zombie-Armee nach der anderen dann sozusagen gespawnt. Das war schon interessant, muss ich ja sagen. Und hier muss ich jetzt auch nochmal gerade Folgendes machen. Ich muss mich mal kurz ausbüten. Hier hinten, das Ding kennt ihr noch. Da habe ich, glaube ich, mal Sand gefarmt. Für was eigentlich? Auch für den Tempel, genau. Nein, Moment, Schaufel, das Schwert, da. Muss mal gucken wegen Mausrad. Creepers noch da hinten einer. Das ist so richtig schlecht. Ich darf nachts echt nicht mehr rausgehen hier. Zack, danke, dass du mich unterstützt hast und den Creeper gebombt hast. Und leider hast du aber auch meine Rüstung wieder angegriffen. Aber die hält zum Glück noch ein klein wenig weiter aus. Ich wollte eigentlich nur kurz hier lang und mal ganz kurz. Megamäßig im großen Ziel. Ach komm! Verdammtes Geld, hier komm, das kann ich auch. Ich kann sogar schneller schießen als du. Das ist unglaublich, die Nerven tierisch. Nein, komm, so in etwa. Ja, perfekt getroffen. Nicht getroffen. Perfekt getroffen. Ach, die sind doch. Ist doch alles doof. So, das kann auch wieder raus hier, das Fleisch, dann kann ich den Sand einsammeln. Komm, Sand, ja. Dann einmal hier drüber gehen. 30 Sand. 38. Eigentlich wollte ich hier nur ein klein wenig Sand hier farmen. Ach, die ganze Büste. Warte kurz. Zombie? Wo? Zombie? Ach, da. Schleicht sie von hinten an.
So. Zum Glück geht er so schnell normalerweise. Ich weiß noch, wie ich hier sonst umgefarmt habe. Es hat ewig gedauert. Zack, 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 zack. Und jetzt habe ich erstmal so viel Sand, dass ich gar nicht alles mitnehmen kann. Und ich habe dafür Schaufel verschwendet. Egal, so. Wir stopfen ein paar Löcher zu. Und zwar war das dann mein eigenes Spark Jump'n'Run Parkour Dingensen. Oh, verdammt, Creeper. Danke für den Sprung nach hinten. Ich wollte nämlich sowieso hier raus. Und weil ich geblockt habe, habe ich auch kaum Schaden gekriegt. Ach, Spinne schon wieder. Also auf jetzt aber Bogenstyle und so. Also einen am anderen wegschneiden. Schneiden vor allen Dingen. Bleib stehen. Ist doch irgendwo da hinten. Ihr wollt mich doch verarschen! Meine Fresse, den habe ich genauso wenig gesehen. Warum, Leute? Ich gucke schon die ganze Zeit im 360-Grad-Winkel um mich. So richtig. Geht ja dank Hyperspeak, das ist ja wunderbar. Kann ich einfach mich rundherum drehen, solange ich will. Mehr oder weniger. Man darf halt nicht so. Ach, stimmt ja, hier ist auch noch. Ah, okay, das macht Sinn. Ich habe hier unten ja einen Tunnel gebaut und da war noch was übrig. Dumm, 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 dumm. Die Folge ist voll, ich beende die mal kurz. Render das Ding und lad's hoch. Es wird wahrscheinlich wieder spät kommen heute. Sorry. Schau mal kurz hier das Ding zu. So, 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 so. Ja. Ja, nochmal kurz was einsammeln. Zumachen, dann mache ich dann erstmal klar Schiff wieder in meiner Wüste hier. Ist ja unglaublich hier, dieses. Boah. Lass ja einmal da rausgehen, nachts niemals in die Wüste. Man kann nachts in Wüsten erfrieren übrigens, nur so nebenbei. War so ein kleiner Fakt für zwischendurch. So, einmal kurz hier hochgehen, rausgehen. Ich habe eben gerade Bock auf Survival Games, aber ich werde die ganze Zeit sofort immediately gekillt immer. Habe eben gerade vorher noch zwei Runden oder so gespielt gehabt noch. Einfach so. Einer gleich direkt, sobald es losging, ohne mit der Faust auf mich los. Oh, egal, ohne Rücksicht auf Verluste. Egal was war. Hauptsache erstmal Spark gekillt. So, dann, so, stelle ich mir hin. Wir sehen uns demnächst und tschüss.